Ich bin in Deutschland geboren, was bedeutet das? Unsere Großeltern fehlen im Krieg und jeder hier bereut den Hass. Ich such nach Frieden und nach Identität. Keine Antwort in der Schule, nur Musik wisst den Weg. So bin ich aufgewachsen und schon bald zum Mann geworden. Merkte dann, man lässt dich hier allein mit diesen ganzen Sorgen. Niemand wird dir helfen und irgendwann verschwindest du. Die Helden meiner Kindheit waren nur Shatterhand und Winnetou. Wir waren immer draußen, spielen mit vielen Freunden, während die Alten resignieren in der Gardinen und Säulen. Jetzt kommen die Krisen aufs Neue und Maschinen killen die Feinde. Sie orten nicht per Google Maps und niemand hört die Hilfeschreie. Wie soll das weitergehen? Keiner kann die Zeichen sehen. Na, Ostafghanistan, Blut färbt diesen weißen Schnee. Ich muss mich entscheiden, will ich Teil sein von einem System, in dem die Armen leiden, weil die Reichen über Leichen gehen. Wir konnten so viel Lärm aus den Kriegen der Vergangenheit. Werden dafür sorgen, dass der Frieden... Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir freuen uns, dass Sie das Interesse unser Video gestartet haben. Wir, das sind die Schülerinnen und Schüler der 9C der Realschule John F. Kennedy Platz in Braunschweig. Wir alle leben hier in dieser Stadt, sind zum Großteil hier geboren und aufgewachsen. Gehen hier zur Schule, machen mit Freunden und Familien Ausflüge, gehen in verschiedenen Geschäften shoppen oder sind in Sportvereinen. Wir haben viele Freiheiten, unterschiedliche Dinge zu tun, die uns Spaß machen. Bevor wir im Rahmen unseres Filmprojekts erstmals umfangreicher mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt hatten, wussten wir kaum etwas darüber. Uns war auch gar nicht bewusst, was hier in Braunschweig, unserem Lebensmittelpunkt in der Gegenwart, damals passierte. Bisher dachten wir nicht darüber nach, ob es für die Menschen, die in Braunschweig lebten, jemals anders war. Wir wollten mehr über unsere Stadt und ihre Geschichte herausfinden und besonders etwas über Orte, Ereignisse und Personen der Zeit in Zusammenhang standen. Wir nahmen deshalb eine Kamera und begannen uns auf die Spurensuche. Kommen Sie mit und erfahren Sie, was wir dabei herausgefunden haben. Hey, mein Name ist Jason und neben mir steht Diana. Wir beide besuchen die 9. Klasse der Realschule auf dem John F. Kennedy Platz. Ich stehe, wie ihr vielleicht schon erkannt habt, in der Nähe vom Bravo Parks. Heutzutage befindet sich dort ein sehr beliebtes Einkaufszentrum. Aber wenn man mal 80 Jahre zurückdenkt, befindet sich hinter mir in der Zeit des Nationalsozialismus ein Konzentrationslager, in dem hunderte Häftlinge untergebracht wurden und in den damaligen Büssing-Werken Zwangsarbeit leisten mussten. In der Regel bis zu 12 Stunden am Tag. Die Fabrik, in der LKWs produziert wurden, befand sich nicht weit weg von hier entfernt. Hinter dem heutigen Hauptbahnhof, den es damals noch nicht gab. Bei den Häftlingen handelt es sich überwiegend um jüdische Männer, die aus Auschwitz ausgewählt und ab August 1944 nach Braunschweig überführt wurden. Auf dem Gelände wurden 4 Steinbaracken gebaut. Es waren noch weitere in Planung, die bis zur Auflösung des Lagers nicht mehr fertiggestellt wurden. Heute, wo Menschen shoppen gehen und arbeiten, mussten Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen leben. Sie trugen Kleidung, die nie gewaschen wurde. Durch mangelnde Hygiene, Krankheiten und Misshandlung durch SS-Leute sind viele Menschen gestorben. Und Diana berichtet jetzt über die Erinnerung von Überlebenden. Hey Leute, unvorstellbar, was für ein Leiden vor 80 Jahren hier herrschte. Ich habe mich genauer mit 2 Zeitzeugen beschäftigt, die über ihre Zeit als Häftlinge berichten. Sie heißen Jersey Herzberg und Michael Gumana. Sie schilderten, wie sie tagelang diese Bekleidung trugen, verlaust waren und nicht mehr duschen gingen. Es gab 2 Pritschen, eine für 2 Männer. Eine arbeitete in der Tag-, der andere in der Nachtschicht. Im Lager wurde kein Wert auf Hygiene gelegt. Durch Krankheiten, Erkältungen und auch Übergriffe seitens der Bewacher starben zahlreiche Häftlinge. Selbstverständlich ging es auch stark auf die Psyche. Die ärztliche Betreuung war katastrophal. Eigentlich war die SS für die medizinische Versorgung verantwortlich, jedoch übernahmen die Häftlinge, die vom Beruf her Ärzte waren, diese Verantwortung. Ihnen standen kaum Medikamente oder Instrumente zur Verfügung. Ende März 1945 wurde das Lager in der Schillstraße geräumt. Auf dem geräumten Gelände wurde bis zur Befreiung der Stadt Braunschweig am 12. April 1945 noch britische und US-amerikanische Kriegsgefangene von der Wehrmacht untergebracht. Nachdem die letzten Baracken 1959 abgerissen worden waren, wurden auf dem Gelände ein Betriebshof der Deutschen Post errichtet. 2010 wurde das Gelände von der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg aufgekauft und die Postgebäude wieder abgerissen. Der neu gestaltete Bravo-Park wurde Ende 2015 geöffnet. Auf dem angrenzenden Grundstück, auf dem ich mich gerade befinde, erinnert die Gedenkstätte Schillstraße seit Mai 2000 an das ehemalige KZ und dokumentiert die Geschichte Braunschweigs im Nationalsozialismus. Darüber hinaus ist die Gedenkstätte auch ein Lernort. Hier können sich Besucherinnen und Besucher, aber auch ganz besondere Jugendliche wie wir, mit der damaligen Zeit auseinandersetzen. Es ist wichtig, dass sich diese Geschehnisse nicht wiederholen und wir uns dafür einsetzen sollten, dass Ausgrenzung und Rassismus heute keinen Platz in unserer Stadt und unserer Gesellschaft haben dürfen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Hallo alle zusammen, heute sind wir vor dem Schloss und wie ihr seht, sind hier sehr viele Menschen meistens unterwegs, so wie jeden Tag. Das ist natürlich kein Wunder, denn dort hinten sind direkt angrenzend die Schlossarkaden mit vielen Geschäften. Im Schlossgebäude selbst finden sich heute auch noch die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv, das Kulturinstitut und das Schlossmuseum. Aber wer von euch weiß, welche Funktion das Gebäude in der Zeit des Nationalsozialismus hatte? Bereits vor der Machtübernahme im Jahre 1933 wurde das Schloss, damals größtes Gebäude der Stadt Braunschweig, von den Nationalsozialisten für Propagandazwecke genutzt. Der Schlossplatz, der 1935 in Platz der SS umbenannt wurde, wurde bereits ab Anfang der 1930er für Aufmärsche genutzt. Im Oktober 1931 fand hier im Rahmen einer Veranstaltung ein Großaufmarsch von tausenden SA-Männern zur Machtdemonstration statt, an der auch Adolf Hitler teilnahm. Während der NS-Zeit sollte eine zentrale Ausbildung und Lehreinrichtung für spätere SS-Offiziere im Stadtgebiet aufgebaut werden. Als Standort wurde dabei das Schloss ausgewählt. Nach einem mehrmonatigen Ausbau fand im Juni 1935 die Einweihung der sogenannten SS-Junkerschule statt. Im Deutschen Reich gab es nur zwei dieser Ausbildungseinrichtungen. Sicherlich fragt ihr euch, wer hier unterrichtet wurde und von wem. Bevor die Schüler angenommen wurden, mussten sie eine Aufnahmeprüfung bestehen. Hatten sie diese bestanden, folgte eine mehrmonatige Ausbildung. Jedoch wurden nur männliche Bewerber zugelassen, die einem bestimmten Idealbild entsprachen: groß, kraftvoll, gesund. Dabei wurde sogar mehrere Generationen zurückverfolgt, ob jemand jüdische Vorfahren hatte. Die Männer wurden nicht nur militärisch ausgebildet, sondern sollten auch Elite im Sinne des NS-Systems bilden. Hier wird auch deutlich, wie ausgrenzt und antisemitisch die NS-Gesellschaft im Grundsatz war. Die Männer wurden für verschiedene Abteilungen der NS ausgebildet, unter anderem die Waffen-SS, deren Mitglieder im Zweiten Weltkrieg sowie in Konzentrationslagern eingesetzt wurden. Durch schwere Luftangriffe im Jahre 1944 wurde das Schloss schwer beschädigt und die Schlossruine nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen. Das heutige Schloss wurde später komplett neu aufgebaut. Zur SS-Junkerschule gehörte auch eine Reitschule, an der heutigen Salzda-Hulmer Straße, die 1941 errichtet wurde. Ab etwa November 1944 wurden in den Pferdeställen eine KZ-Außenlager eingerichtet, welches zum Stammlager Neuengamme in Hamburg gehörte. Genau wie das Lager an der Schillstraße, über welches im Rahmen unseres Films auch berichtet wird. Etwa 800 Frauen, besonders Juden aus Ungarn, Jugoslawien, Polen, Frankreich und Rumänien, wurden auf dem Gelände der Reitschule untergebracht. Sie mussten Zwangsarbeiten leisten und wurden zur Trümmer- und Schneeräumung in der Stadt eingesetzt. Lebensumstände im Lager waren alles andere als gut. Es gab kaum zu essen und auch die medizinische Versorgung und die hygienischen Verhältnisse waren absolut unzureichend. Dazu berichtet die Überlebende Eva Timmer, dass es nur eine Mahlzeit am Tag gab und sie sich wochenlang nicht waschen durfte. Abends versuchten sie, Läuse zu töten, aber das half nicht, so dass sie halbe Nacht im Kratzen verbrachten. Zudem war die Reithalle unbeheizt und lediglich Stroh auf dem Fußboden diente ihnen als Bett. Die Umstände führten zum Tode zahlreicher Frauen. Ende Februar 1945 wurde das Lager geräumt und die Frauen in anderen Konzentrationslager überführt. Kurz nach Kriegsende wurde die Reithalle auf dem Gelände abgerissen. Die Nebengebäude werden bis heute gewerblich genutzt. Vor Ort erinnert seit dem Jahr 2012 eine Gedenk- und Informationstafel an das frühere KZ-Außenlager
und das Schicksal der darin eingesperrten Menschen. Hallo, ich stehe vor das Volksfreundehaus und will euch gerne über das Haus berichten. Dieses Haus hier hat eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht nicht jeder kennt. Das sogenannte Volksfreundhaus befindet sich in der Schlossstraße und wurde im Jahr 1913 gebaut. Hier hatten ab dem Folgejahr die SPD und der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund ihren Sitz. Den Namen hat das Gebäude von der sozialdemokratischen Zeitung Der Volksfreund erhalten, die hier gedruckt und verlegt wurde. Es wurde seitdem im Volksmund auch Rotes Schloss genannt. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 bedeutete das Ende einer Demokratie. Die für alle Menschen geltenden Grundrechte wurden einfach aufgehoben. Die Nationalsozialisten errichteten in kürzester Zeit eine Diktatur, die von rücksichtsloser Gewalt und Brutalität geprägt war. Zentral waren zu Beginn der Herrschaft die Ausgrenzung und Unterdrückung von politischen Gegnern, besonders Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaftler und Menschen, die sich der neuen Ordnung widersetzten. Zu Tausenden wurden deutschlandweit Menschen verhaftet, misshandelt und vielfach sogar ermordet. Auch in Braunschweig begannen schnell erste radikale Maßnahmen gegen politische Gegner. Ein Beispiel dieses besondere deutlich: am 9. März 1933 um 16 Uhr stürmte ein SS-Kommando das Volksfreundhaus. Sie verwüsteten Innenräume und warfen Akten, Möbelstücke und anderes auf die Straße. Die Sachen auf der Straße verbrannte man. Es kam nicht nur zur Zerstörung von Gegenständen, sondern auch zu gewalttätigen Übergriffen und Misshandlungen. Der Kaufmann Hans Seile, der sich zu dem Zeitpunkt im Gebäude aufgehalten hatte, wurde sogar erschossen. Auch in der Folge war das Volksfreundehaus wie auch das Gebäude der Allgemeinen Ortskrankenkasse AOK wiederholt Folterstätte der Nationalsozialisten. Ernst Böhme, der Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, bis 1933 wurde hier gefoltert und verließ anschließend die Stadt. Das Volksfreundhaus wurde im Zweiten Weltkrieg durch Luftangriffe stark beschädigt. Nach Kriegsende wurde es instand gesetzt und der SPD zurückgegeben, nachdem es 1933 von den Nationalsozialisten beschlagnahmt worden war. Heute wird noch immer ein Teil des Gebäudes von der SPD genutzt, aber auch Wohnungen und Büros und Ladengeschäfte sind hier zu finden. Seit dem Jahr 1983 erinnert bereits eine Gedenktafel im Eingangsbereich des Gebäudes an die von den Nationalsozialistischen aufgrund ihrer politischen Meinung hier gefolterten und ermordeten Menschen. Auch Dr. Heinrich Jasper gehörte zu den Opfern. Er war bei 1933 Landtagsabgeordneter der SPD und zuvor bis zum Jahre 1930 mehrfacher Ministerpräsident des Freistaates Braunschweig. Am 17. März 1933 wurde er, wie Ernst Böhme, in sogenannten Schutzhaft genommen und schwer misshandelt. Nachfolgend wurde er für mehrere Jahre in das Konzentrationslager Dachau gebracht. Nach seiner Freilassung im Jahre 1939 kehrte er nach Braunschweig zurück, bis er 1944 wieder verhaftet wurde. Schließlich kam er in das KZ Bergen-Belsen, wo er im Februar 1945 starb. An ihn wird mit einem Ehrenmal am Ruhe-Feuchtchen-Platz erinnert. Außerdem wurde im östlichen Ringgebiet eine Straße nach ihm in Jasper-Allee umbenannt. Vor dem Eingang zum William-Gymnasium in der Leonardstraße liegt ferner ein Stolperstein für ihn, da er als Jugendlicher dort zur Schule ging. Hallo, ich stehe gerade vor dem Gebäude, in dem sich heute das Braunschweig-Kolleg für Erwachsenenbildung und das Abendgymnasium befindet. Hier können Erwachsene zum Beispiel ihr Abitur nachholen. Jeder Mensch in Deutschland hat das gleiche Recht auf Bildung, was eine große Errungenschaft der Demokratie ist. Eine Schule ist auch ein Ort, an dem demokratische und menschliche Werte und Normen vorgelebt und gelernt werden. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz und ist einiges der wenigen Gebäude in Braunschweig, welches im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde oder schwer beschädigt wurde. Auch im Nationalsozialismus dient dieses Gebäude einem Bildungszweck.
Diese Erziehung von Kindern und Jugendlichen spielt in der Zeit des Nationalsozialismus eine wichtige Rolle. Neben der Schule hatten dabei auch insbesondere die Jugendorganisation der NSDAP, also der Partei der Nationalsozialisten, eine zentrale Funktion gemeint. Gemeint sind im Jahre 1926 gegründete Hitlerjugend, HJ auch, für Jungen und der im Jahre 1930 gegründete Bund Deutscher Mädel, auch BDM genannt, für Mädchen mit dem sogenannten Gesetz über die Hitlerjugend. Vom 1. Dezember 1936 wurde die Hitlerjugend für alle deutschen Jugendlichen ab dem 10. Lebensjahr zur zentralen Erziehungssituation neben Familie und Schule. In Braunschweig wurde auf dem Gelände, auf dem wir uns gerade befinden, die im Deutschen Reich erste und einzige sogenannte Akademie für Jugendführung aufgebaut. Dort sollte die Jugendliche im Sinne des NS-Systems ausgebildet werden und wichtige Leitungs- und Ausbildungsfunktionen in der Hitlerjugend zu übernehmen. Dafür stellt die Stadt Braunschweig der Hitlerjugend einen nördlichen Teil des Richmond Parks an der Wolfenbüttler Straße zur Verfügung. Die Architektur und die bauliche Struktur der Akademie sollten strenge und soldatische Ordnung ausstrahlen. Neben dem Hauptgebäude mit einer Zentralhalle sowie Hörfesten, Speisesälen und einer Bibliothek wurden auf dem Gelände Unterkunftshäuser, eine Turnhalle und ein Sportplatz errichtet. In der Akademie wurden nur Personen aufgenommen, die den strengen Bewerbungs- und Ausbildungskriterien entsprachen. Neben einer deutschen Abstammung, welche nachgewiesen werden musste, waren eine einwandfreie gesundheitliche, körperliche Verfassung sowie eine nationalsozialistische Überzeugung wichtig. Die Ausbildung setzte sich aus körperlicher Ertüchtigung und geistigen Lerninhalten zusammen, wie zum Beispiel politische Schulung, Rassenkunde, Vererbungslehre und Geografie. Außerdem sollten sich die Absolventen für eine 12-jährige Dienstzeit im Anschluss bei der Hitlerjugend verpflichten und entscheiden, ob sie später in den Dienst der NSDAP oder des Staates treten wollten. Ein erster Lehrgang mit 100 Teilnehmern startete im August 1939, wobei jedoch ein Großteil der Teilnehmer gleich zum Wehrdienst eingezogen wurde. Bis Januar 1940 wurde die Akademie deshalb fast gar nicht genutzt. Danach wurden fast 2 Jahre vorrangig junge Frauen dort ausgebildet. Nachdem das Gebäude im Jahre 1942 zeitweise als Lazarett genutzt wurde, fanden vor Ort von November 1942 bis kurz vor Kriegsende weitere Lehrgänge auch für Jungen statt. Der wohl bekannteste Schüler der Akademie für Jugendführung war der durch seine Autobiografie »Ich war Hitlerjunge Salomon« bekannt gewordene Salomon Sally Perel, der 1925 in Peine geboren wurde. Seine Geschichte wurde auch verfilmt und dadurch international bekannt. Ihm gelang es, seine jüdische Identität zu verbergen, indem er seinen Namen änderte und sich als sogenannter Volksdeutscher ausgab. Von Nationalsozialisten wurde er als Jugendlicher nach Braunschweig zur Ausbildung geschickt. Er schaffte es bis Kriegsende, sein Geheimnis zu wahren und erlebte somit den Holocaust. Bis heute hält er Lesungen und Vorträge an Schulen, um sein Erlebnis in der Zeit des Nationalismus besonders jungen Menschen näher zu bringen. Herzlich willkommen, mein Name ist Kevin und ich bin 15 Jahre alt. Ich gehe in die 9. Klasse der John F. Kennedy Realschule. Ich stehe gerade am Landgericht in der Münzstraße in Braunschweig und möchte euch erläutern, wozu es da ist und was es der Zeit des Nationalsozialismus hier passierte. Heute ist das Landgericht ein Gericht, in dem man nach den Prinzipien des demokratischen Prinzipien Rechtsstaates entschieden wird, welche Strafe jemand erhält. Dieses Grundprinzip kennen wir alle. In der Zeit des Nationalsozialismus spielte die Justiz auch in Braunschweig eine wichtige Rolle. Aber mit Demokratie hatte das Ganze bestimmt nichts zu tun. Im April 1933 wurde alle jüdische und politische andersdenkende Richter entlassen. Nach und nach wurde er Rechtsapparat im Sinne der Nationalsozialisten verändert. Das im Jahr 1881 errichtete Gebäude in der Münzstraße beherbergte damals die Oberlandesgericht. Und wie heute das Landgericht, im Oberlandesgericht fanden zum Beispiel Verfahren wegen angeblichen Hoch- und Landesverrat statt. Gegen politische Gegner. Nationalsozialisten. Vor dem Landgericht kam es seit 1935 zu gerichtlichen Verfolgungen in Fällen von sogenannten Rassenschanden. Zum Beispiel wurden 1935 Erschließungen und sexueller Kontakte zwischen jüdische und nicht-jüdische Bürgerinnen und Bürgern verboten.
sogenannten Sondergerichte hatten Angeklagte die wenigsten Rechte. Das Braunschweiger Sondergericht befand sich ebenfalls im Gebäude des Landgerichtes in der Münzstraße. Häufig verurteilte das Gericht Personen, die sich kritisch über das NS-System geäußert hatten. Strafbar wurden auch das Abhören ausländischer Radiosender. Heute können wir frei entscheiden, welche Radiosender wir einschalten, über das Internet auch problemlos viele internationale Sender. Die fürchterlichsten Strafen verhängten das Gericht während des Zweiten Weltkriegs bei Verstößen gegen die sogenannte Volksschädigungsverordnung von 1939, die sogar die Todesstrafe zur Folge haben konnten, wenn durch angebliche Straftat nach dem damaligen Auffassung die Gemeinschaft in einem besonderen Maße beschädigt wurde. Wir sind hier im Magniviertel an einem Stolperstein. Hier war ein großes Opfer. Ein Beispiel für einen besonderen erschütternden Fall am Sondergericht war die Verurteilung der am 7. September 1925 geborenen Erna Wacinski. Nach einem schweren Bombenangriff auf Braunschweig im Oktober 1944 fand sie ihr Wohnhaus zerstört vor. In den Trümmern des Hauses suchte sie ein paar persönliche Sachen zusammen und nahm versehentlich einige Teile mit, welcher ihrer Nachbarin gehörte. Nach einer Anzeige wurde sie verhaftet und vom Sondergericht zum Tode verurteilt. Am 23. November 1944 wurde sie in Strafgefängnis Wolfenbüttel mit einem Pfeilbeil hingerichtet. Eine solche Rechtsprechung ist heute unvorstellbar und dank unserer demokratischen Grundgesetze möglich, denn alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ich bin jetzt in der Steinstraße am Gemeindehaus der jüdischen Gemeinde Braunschweig, in dessen Hof sich im Jahr 2006 neu errichtete Synagoge befindet. Die frühe Synagoge und das zugehörige Gemeindehaus in Braunschweig wurden von dem Architekten Konstantin Ude entworfen und an der Steinstraße Ecke Alte Knochenhauer Straße am 23. September 1875 eingeweiht. Die Synagoge war in der Folge das Zentrum der lokalen jüdischen Gemeinde. Nach dem Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 die Macht erhielten, erließen sie in der Folge deutschlandweit zahlreiche Vorschriften und Gesetze, um Menschen jüdischen Glaubens zuzunehmend in ihrer Freiheit einzuschränken und gezielt aus dem öffentlichen Leben zu vertreiben. Und auch in Braunschweig war das so. Darüber hinaus nahmen teils gewaltige Übergriffe durch SA und SS-Truppen gegenüber der jüdischen Bevölkerung zu. Am 11. März 1933 fand in Braunschweig ein Warenhaussturm statt. Truppen der Nationalsozialisten zerstörten Schaufenster von jüdischen Geschäften und verwüsteten die Innenräume. Die sogenannten Nürnberger Gesetze wurden Diskriminierung und die Ausgrenzung von Juden und Jüdinnen gesetzlich verankert. Ihnen wurden die Bürgerrechte entzogen und die Eheschließung nicht Juden verboten. Anfang November 1938 wurden Juden durch eine Verordnung zunehmend aus dem Wirtschaftsleben verdrängt. Jüdische Geschäfte und Betriebe wurden in der Folge enteignet und die Hände von nicht-jüdischen Personen gegeben. Viele Juden entschlossen sich zur Auswanderung oder wurden direkt dazu gezwungen. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden im gesamten Deutschen Reich das sogenannte November-Pogrom jüdischer Einrichtungen, Geschäfte und Synagogen zerstört. Mehr als 220.000 Juden und Jüdinnen wurden verhaftet. Tausende von ihnen wurden in das Konzentrationslager Weimar deponiert. Zu zahlreichen Zerstörungsmaßnahmen, Übergriffen und Verhaftungen im Land Braunschweig wurden 149
und in der Stadt Braunschweig 71 jüdische Männer verhaftet und in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar verschleppt. Erst im Dezember 1938 wurden sie unter der Auflage, umgehend auszuwandern, wieder freigelassen. Auch wurde die Synagoge gestürmt und verwüstet. Die Inneneinrichtung wurde zerstört und ein Teil Gebäudes sogar gesprengt. Die Nationalsozialisten vernichten dadurch einen zentralen Trost- und Zerfluchtsort. Die Gemeinde in dieser schweren Zeit besonders Beistand und Gemeinschaft braucht. Das Gebäude, auf dem die Synagogenruine stand, musste die Gemeinde aufgrund fehlender Geldmittel später an das Deutsche Reich verkaufen. Mit Hilfe von Zwangsarbeiten wurde auf dem Gelände im Jahre 1943 ein Bunker errichtet. Bereits am 10. November 1938 hatte die Braunschweiger Gestapo das benachbarte Grundstück beschlagnahmt, auf dem sich die jüdischen Gemeindehaus befand, um dort ein Polizeirevier einzurichten. Von dort aus organisiert sie ab Ende 1941 die Deportation der noch in Braunschweig lebenden Jüdinnen und Juden. In Ghettos sowie Konzentrationslager und Vernichtungslagern kamen mindestens 200 von ihnen ums Leben. In den ersten beiden Nachkriegsjahren lebten in Braunschweig mehrere hundert Jüdinnen und Juden. Viele von ihnen Überlebende der verschiedenen Lager. Ein Großteil von ihnen verließ allerdings die Stadt und wanderten in andere Länder aus. Eine jüdische Gemeinde war bereits im Jahre 1946 organisiert, die allerdings erst im Jahre 1959 ihre Rechtsfähigkeit und das frühere Gelände als Schenkung zurückerhielt. Die notwendigen Mittel für die Sanierungsarbeiten oder gar Neubauarbeiten konnte die Gemeinde trotz wachsender Mitgliedszahl nicht aufbringen. Zum 100. Jahrestag der Synagogeneinweihung wurde im Jahre 1975 am einstiegenden Standort der Braunschweiger Synagoge, an dem sich noch heute das Bunkergebäude aus dem Jahr 1943 befindet, das Gedenktafel aufgestellt. Nach einer Finanzhilfe im Jahr 1983 konnte das frühere Gemeindehaus wieder übernommen werden. Mithilfe einer Spendenaktion gelang es letztlich auch Ende des Jahres 2006, einen Synagogenneubau auf diesem Grundstück, das Gemeindehaus, zu realisieren. Heute hat die Gemeinde in Braunschweig etwa 270 Mitglieder. Jetzt stehe ich hier im Prinzenpark, liegt im östlichen Ringgebiet in Braunschweig. Vielleicht wissen einige, für welche Zwecke dieser Park heute genutzt wird. Viele Jugendliche feiern heutzutage hier, Familien treffen sich oder Hundebesitzer drehen sich mit ihren vier Beinen eine Runde. Und es gibt auch hier verschiedene Sportplätze. Jedoch wissen die meisten Besucherinnen und Besucher bestimmt nicht, was in der Zeit vom Nationalsozialismus hier los war. Hier sind wir am ersten Ort, dem Franschenfeld. Früher gab es hier am westlichen Rand des Nussbergs mal eine Tribüne, die heutzutage kaum noch zu erkennen ist. Die Nationalsozialisten nutzten bereits vor der Machtübernahme und der damit verbundenen Einrichtung einer Diktatur im Jahre 1933 das Franschenfeld für Großveranstaltungen und militaristische Machtmoderation. Das Feld bot ausreichend Platz für tausende Personen, die den Rednern an der Kanzel zuhörten. Auch Adolf Hitler sprach hier. Ab dem 9.11.1935 trag es den Namen SA-Feld und wurde weiterhin für Großkundgebungen und Aufmärsche der NSDAP und auch der Hitlerjugend benutzt. Auch dient es als Veranstaltungsort für nationalistische Feiern, zum Beispiel am 1. Mai. An einem weiteren Ort vom Nussberg. Heute von Wald überwuchert gab es hier früher einen sogenannten Tingplatz, der in Form eines Freilichttheaters erbaut wurde. An diesem Platz sollte das Gemeinschaftsgefühl der Deutschen gestärkt werden. Das heißt, hier fanden Veranstaltungen statt, die insbesondere zur Festigung der sogenannten Volksgemeinschaft dienten. Diese Volksgemeinschaft war eine ideale Vorstellung der Nationalsozialisten und grenzte alle Personen aus, die nicht mit diesem Einklang standen. Sie steht damit im starken Gegensatz zu unserer heutigen demokratischen Gesellschaft, in der Gleichberechtigung, Toleranz und gesellschaftliche Teilhabe wesentliche Elemente sind. Die Tribüne hier bot Platz für etwa 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Opern, Schauspielerführungen
sowie auch Sing- und Tanzveranstaltungen verfolgen konnten. Überreste von der Tribüne sind an der Gegenwand auch noch erkennbar. Während des Zweiten Weltkriegs wurde außerdem eine unterirdische Bunkeranlage angelegt, die zum Schutz bei Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg diente. Südöstlich der Rednerkanzel wurde auch ein Beobachtungsturm errichtet, der aufgrund der guten Aussicht über die Stadt zur Luftüberwachung diente. Nach Kriegsende wurden die Überreste der einzelnen Anlagen größtenteils abgetragen und auch als Baumaterial im Rahmen des Wiederaufbaus der Stadt verwendet. Die Bunkeranlage kann man heutzutage nicht besichtigen, auch aufgrund von Einsturzgefahr. Vielleicht sind euch ja auch schon einmal die Warnschilder aufgefallen. Während der NS-Zeit gab es sogar weitere Überlegungen, das sogenannte SA-Feld zu erweitern. Von der Rednerkanzlei aus sollte zum Beispiel eine große Aufmarschstraße entstehen, welche bis zum Burgplatz und Dom in die Innenstadt führen sollte. Die Quantitäten der Felder sollten auf 200.000 Personen erweitert und das Gelände mit neu gepflanzten Bäumen umrahmt werden. Von diesen Überlegungen wurden letztendlich keine mehr umgesetzt. Das war eine kleine Tour durch den Prinzenpark. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch gut informiert. Auf einem Friedhof befinde. Dieser Ort ist heute eine Gedenkstätte. Wofür bzw. warum, werde ich euch jetzt erzählen. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden im Deutschen Reich Millionen Menschen aus verschiedenen Ländern zur Arbeit gezwungen. Zu ihnen gehörten KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene oder sogenannte zivile Zwangsarbeiter. Viele deutsche Männer wurden im Zweiten Weltkrieg in den Wehrdienst berufen und es fehlten in den letzten Kriegsjahren wichtige Arbeitskräfte. Einige Menschen kamen zunächst freiwillig aus den besetzten Ländern. Sie hofften, in Deutschland Geld verdienen zu können, um ihre Angehörigen in den Heimatländern zu unterstützen. Später gingen die Nationalsozialisten dazu über, auch durch Verschleppungen Menschen unter Zwang nach Deutschland zu holen. Viele Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter kamen aus Polen nach Deutschland, auch nach Braunschweig. Zu den Betrieben, die sie in Braunschweig beschäftigen, zählten große Industrieunternehmen wie die Firma Büssing, die Deutsche Reichsbahn, verschiedene Konservenfabriken, Blechwarenfabriken, Baufirmen und Ziegeleien, aber auch kleine Handwerksbetriebe. Lager für ausländische Arbeitskräfte waren über die ganze Stadt verteilt. Viele polnische Frauen waren gerade mal 14 bis 24 Jahre alt. Sogar schwangere Frauen mussten bis kurz vor der Geburt hart arbeiten. Bei Schwangerschaften wurden die Frauen bis 1943 in ihre Heimat zurückgeschickt. Da aber immer mehr Arbeitskräfte gebraucht wurden, wurde in der Breuzimmer Straße ein sogenanntes Entbindungsheim eingerichtet. Vielleicht stellt ihr euch jetzt ein Krankenhaus vor, aber das war es ganz bestimmt nicht. Die hygienischen Bedingungen in diesem Heim waren katastrophal. Hunderte Säuglinge sind deshalb dort gestorben. Unvorstellbar, oder? Man könnte sagen, man hätte sie dort einfach sterben lassen. Die Mütter mussten die Kinder eine Woche nach der Geburt im Heim zurücklassen, um wieder zu arbeiten. Eine Schilderung der Zeitzeugin Czesława Pfeiffer verdeutet die menschenunwürdigen Bedingungen. In dieser Brache gab es keine Kinderbettchen. Die Kinder lagen da in solchen Holzkisten. Im Flur standen auch Kisten. Es waren Särge. Alle paar Tage wurden die kleinen Särge auf den Hauptfriedhof gebracht. Ich sah es in meinen eigenen Augen, bei der Beerdigung unseres Kindes. Heute ist von dem Entbindungsheim nichts mehr zu sehen. Die Bracken wurden nach dem Krieg abgerissen. Heute findet man dort Gewerbeflächen, den Friedhof, auf dem mindestens 149 tote Säuglinge von polnischen Frauen bestattet wurden. Gibt es allerdings noch. Hier wurden in der NS-Zeit auch einige erwachsene Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus unterschiedlichen Ländern bestattet. Im Jahr 2001 wurde hier die Gedenkstätte Friedhof an der Hochstraße eingeweiht. Es gibt einen zentralen Platz mit einer zerbrochenen Muschel in Herzform, welches an die Leidensgeschichte der Opfer erinnern soll. Auf dem Gräberfeld für die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wurden Steinplatten mit ihren Namen und den Herkunftsländern platziert. Im hinteren Teil des Geländes, in dem die Kinder und Säuglinge begraben wurden, findet man symbolische weiße Marmorkreuze und eine große Steintafel mit ihren Namen. Heutzutage hat man viel mehr Möglichkeiten bzw. Freiheiten als damals. Früher wurde man ausgegrenzt, wenn man zum Beispiel homosexuell, andersgläubig war, eine Behinderung hatte oder die Lebensweise der Nationalsozialisten nicht unterstützte. Heute sieht das ganz anders aus, da wir in einer Demokratie leben. Wir haben das Recht auf Meinungsfreiheit, freie Religionsausübung und das Recht zu lieben, wie man will. Die Demokratie ist nichts Sicheres. Es gibt immer noch Ausnahmen, denn nicht alle Menschen halten sich an die demokratischen Grundsätze. Synagogen oder Moscheen werden angezündet, Juden angegriffen. Ich würde es bevorzugen, wenn jeder Mensch akzeptiert wird, wie er ist, und nicht beschimpft wird, weil er angeblich anders ist.
Wegen dieser Intoleranz müssen sich immer noch so viele Menschen verstecken. Ich wünsche mir, dass niemand diskriminiert wird und sich jeder in unserem Land wohlfühlt. Im Rahmen der Recherchen habe ich erfahren, dass auch hier in Braunschweig Rechtsradikale aktiv sind. Zum Beispiel wurden Erinnerungstafeln der Gedenkstätte Schillstraße beschmiert und sogar ein großes Hakenkreuz über ein Gedenkstättenschild gemalt. Ich wünsche mir für das gemeinsame Zusammenleben, dass wir anfangen, viel offener mit anderen Menschen umzugehen und die Vorurteile und das Schubladendenken loszulassen. Ich würde mir wünschen, dass es einfach keine Ausgrenzung mehr gibt. Rassisten gehören eigentlich nicht in eine demokratische Gesellschaft. Ich bin in Deutschland geboren, was bedeutet das? Unsere Großeltern fielen im Krieg und jeder hier bereut den Hass. Ich such nach Frieden und nach Identität. Keine Antwort in der Schule, nur Musik wüsste den Weg. So bin ich aufgewachsen und schon bald zum Mann geworden. Merkte dann, man lässt dich hier allein mit diesen ganzen Sorgen. Niemand wird dir helfen und irgendwann verschwindest du. Die Helden meiner Kindheit waren nur Shatterhand und Winnetou. Wir waren immer draußen, spielen mit vielen Freunden, während die Alten resignieren in der Gardinen und Säulen. Jetzt kommen die Krisen aufs Neue und Maschinen killen die Feinde. Sie nicht per Google Maps und niemand hört die Hilfeschreie. Wie soll das weitergehen? Keiner kann die Zeichen sehen. Na, Ostafghanistan, Blut färbt diesen weißen Schnee. Ich muss mich entscheiden, will ich Teil sein von einem System, in dem die Armen leiden, weil die Reichen über Leichen gehen. Wir konnten so viel lernen aus den Kriegen.